bewerbe mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, weil ich überzeugt bin, dass die AfD auch Theologen braucht, die das ewig ungleiche Argument der Altparteienpolitiker, die Mehrheit der Muslime bei uns ist friedlich, auch etwas fundierter entschärfen können. Wer hat schon in den Kartellparteien den Koran studiert oder wer hat sich mit vergleichenden Religionswissenschaften beschäftigt? Kaum einer. Und deshalb wird der Islam von Politikern wie Claudia Roth und Renate Künast verharmlost und als friedliebend, barmherzig und tolerant beschrieben. Aber neben dieser riesengroßen Transformation unserer Gesellschaft habe ich mich auch mit Bildungspolitik beschäftigt. Ich bin ein Inklusionsgegner nach dem jetzigen gängigen Muster und für den Erhalt der Förderschulen in all ihren Ausprägungen. Und dagegen, dass diese aufgelöst werden, was ja massiv zurzeit passiert. Außerdem hängt mein Herz an einer gerechteren Sozialpolitik, schon von meinem Berufsverständnis her. Früher haben Menschen Produkte hergestellt und heute kümmern sich Millionen Menschen um jene, die untätig sind. Es gibt immer mehr Leistungen für die, die nichts leisten, immer weniger Leistungen für unsere Leistungsträger in Handwerk und Gewerbe. Als Gefängnispfarrer wurde ich schon 1990 mit muslimischen Gefangenen konfrontiert und habe das Problem des Islam von der Pike auf kennengelernt, die sich hier größer anbot. Damals hatte ich 19 muslimische Gefangene zu betreuen. Als ich aufhörte in meinem Dienst, Ende 2014, waren es 282 in der Heimatanstalt. Tendenz stetig steigend. Auch von den Nordafrikanern kommen etliche dazu, die ja auch islamischen Bekenntnisse sind. Ein direktes Ergebnis einer gewollten, massenhaften Zuwanderung von Menschen aus dem arabisch-islamischen Raum und aus Nordafrika, dem Maghreb und aus dem Horn von Afrika, Eritrea und Somalia vornehmlich. Wo Menschen 35 Euro im Monat verdienen, wenn sie rackern und dann bei uns per Video der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge 360 Euro in Aussicht gestellt bekommen als Grundsicherung. Da hat man keine Frage, da würde ich auch aufbrechen. Diese eine Seite, ich nenne sie unifarbene Flüchtlingsbewegung, nennen unsere Politiker allerdings, allen voran die Grünen, Deutschland wird eine bunte und weltoffene Gesellschaft. Merkwürdig, dass wir in unserem Lande mit diesen sogenannten Schutzsuchenden gleichzeitig das tiefste Mittelalter begrüßen. Die bunte, neue mit den unverrückbaren Werten aus der Heimat mit und sie bekennen auch in vielen Slogans, ihr Christen seid alle Kafara, sprich Ungläubige, wir können nicht gleichzeitig mit euch existieren. In islamisch geprägten Ländern ist antichristliche Propaganda bereits lange salonfähig und gehört zum guten Ton. Zudem, meine Damen und Herren, ein islamisch geprägtes Staatswesen ohne religiöse Diskriminierung und Verfolgung Nichtgläubiger, sogenannter Nichtgläubiger, hat es noch nie auf dieser Erde gegeben seit Mohammed. Letzte Woche beim Freitagsgebet hat in Saudi-Arabien ein sunnitischer Imam die Gläubigen angestachelt, wörtlich, Tod allen Christen, Tod allen Juden, Tod allen Schiiten. Unglaublich? Nein, abgeschwächt. Abgeschwächt ist das bereits bei uns in Geltung. Ich habe in den letzten 8 Jahren 7 muslimische Gefangene getauft, die wie viele arabische und türkische Gefangene in meine Gottesdienste kamen, als Abwechslung vom Christenalltag, denke ich, aber in einer Art Geheimtaufe hinter verschlossenen Türen. Trotzdem mussten 3 von diesen 7 mit einer neuen Identität in eine andere Anstalt verlegt werden, weil sie verfolgt wurden. Denn wenn ein Neuchrist von seinen ehemaligen Glaubensbrüdern ausfindig gemacht wird in einer solchen Anstalt, wo man eng zusammenlebt, hat er unter der Dusche die
Rasierklinge am Hals und wird in der Freistunde brutal zusammengeschlagen. Wer als Konvertit diese Todesangst spüren muss, der weiß die Lügen der Imame in deutschen Moscheen einzuschätzen, die uns im Chor mit den Grünen vorgaukeln: Islam ist Barmherzigkeit, Islam ist Toleranz. Diese Toleranz habe ich 25 Jahre vergeblich gesucht in meinem Dienst. Gefunden habe ich tiefstes Mittelalter. Blutrache, Ehrenmorde, Misshandlung von Frauen, tödliche Selbstjustiz bei Ehebruch und Homosexualität, von den afrikanischen Gefangenen sogar Bestrafungen wegen Selbstverstümmelung, die Tatverstümmelung an ihren Ehefrauen, Vetternähe, Kinderheirat, Zwangsehe, Polygamie, Tod bei Glaubensabkehr und Gotteslästerung. Auch deutsche Gerichte berücksichtigen bereits islamisches Recht gemäß Scharia und Koran, etwa beim Erbrecht oder Familienrecht. Türkische Eltern zum Beispiel, mehr als 30 Jahre hier in Deutschland im Dienstlager leben, für mich unvorstellbar, haben ein Kopfgeld ausgesetzt, mitten in unserem demokratischen Kulturumfeld, ein Kopfgeld ausgesetzt, wenn ihre Tochter, die ein westliches, anti-islamisches Lebensgefühl ausleben wollte, tot oder lebendig aufgegriffen wird. 5.000 Euro. So, danke schön. Was für eine inhumane Kultur, die uns bereichern soll, frage ich mich. Da spricht Baden-Württembergs CDU Strobel im Fernsehen davon, dass AfD hieße Atheisten für Deutschland und benennt eine CDU christliches Deutschland, christliche Demokraten. Wo kommen wir denn hin? Und das wird nicht bestraft. Das blüht uns jeden Tag in deutschen Kaufhäusern, bei Diebstählen, auch in den Angehen von Menschen auf Parkbänken, weil diese islamgläubigen Menschen, die strenggläubig sind, kein schlechtes Gewissen haben müssen, dass sie gegen ihren Glauben handeln. Im Gegenteil, es bringt sie einen Schritt im Paradies näher an ihre Jungfrauen heran, wenn sie sich uns als Ungläubigen gegenüber in dieser Form präsentieren. So, dann einmal Thomas, bitte. Ja, guten Tag. Thomas Grünzel aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Ich kann Ihnen weitgehend zustimmen. Sie geißeln die Grünen, aber die Kirchen sind nicht besser und hetzen gegen die AfD. Sollten wir nicht alle aus den Kirchen austreten? Ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist meine Hauptmotivation, mich für diesen Platz zu bewerben, dass wir nicht die Einseitigkeit weiterhin praktizieren, die Großkirchen uns vorleben. 245.000 Menschen sind auf der evangelischen Kirche aufgetreten in 2015 und 225.000 circa Katholiken. Das sind fast eine halbe Million Menschen, die aufgetreten sind, weil sie nicht mehr mit ihren Amtskirchen Verständnis aufbringen können für deren Politik. Denn unsere Großkirchen verdienen nur an der Asylindustrie, gehören, indem sie nämlich in ihrer Art von Betreuung, in Anführungszeichen, eine Rundumversorgung anbieten. Die katholische Kirche bietet im Gegensatz zu Privatvermietern von Flüchtlingsheimen und Privatunterkünften an, Rundumversorgung in Form von der Stellen, durch unsere Beratungsstellen. Die Heilpädagogen, die Kinder- und Jugendpsychologen, die Ärzte, die Erzieher und die Betreuer, die dann auch zum Sozialamt gehen und dann die ersten Dienste machen, wenn sie die Flüchtlinge begleiten. Katastrophal! Ja.
Lilo. Lilo Freitag, aber Elisabeth Charlotte Freitag, so steht es da, vom Kreisverband Düren. Sie haben sehr oft, und ich höre auch der Kirche an, ich werde gut bezahlt vom Bistum Aachen. Das war es auch. Sie haben sehr gut dargestellt, was alles schief läuft. Was wollen Sie denn ändern? Es kann nicht sein, dass wir in den Kirchen so einseitig mit Wohlstandstheologen Politik betreiben, statt Evangelium zu verkünden. Und erleben muss, dass das Evangelium vom 1. Januar gepredigt wird. Jesus auf der Flucht, die heilige Familie nach Ägypten, das sind auch die Flüchtlinge. Hat das mit Weihnachten, der Geburt des Kindes im Stall, nichts zu tun. So, und einmal formal an dem Mikrofon lasse ich gleich keine Fragen mehr zu, dann kommt erst die Dame und danach die Schicht. Ja, guten Tag, mein Name ist Christiane Herz vom Kreis Duisburg. Ich begrüße, dass Sie so offen als einer der wenigen protestanten theologischen Fachleute hier mal Ihre Meinung sagen. Das Dilemma ist ja, dass die Kirche sowieso verleugnet, die ausgeht. So, meine Frage ist, wie sehen Sie ganz definitiv Ihre Zusammenarbeit mit der Didikvereinigung an, um im Grunde da überhaupt was zu erreichen, dass auch Lehrpläne wieder geändert werden, die falsche Der DITIB? Ja. Also der erste Schritt ist ja gemacht worden, dass das Land in RW die Verhandlungen mit der DITIB aktuell ausgesetzt hat, auch zu Recht. Wenn Sie die von mir, die Helfen-Aktion in den letzten Jahren nicht der geschätzten Bild-Zeitung gelesen hätten, die auch ein Stück weit offener wird, wenn in die Leserflöten geht, dann hätten Sie gesehen diese Woche, dass ein DITIB-Text aus den Schulbüchern abgedruckt worden ist, wo offen aufgerufen wird zu einem Kampf und den Kindern gesagt wird, wenn ihr für den Propheten sterbt, sterbt ihr einen gerechten Tod. Und die Kinder fragen mit ihren 7, 8 Jahren in der Grundschule, gerechter Tod soll man überleben lassen, wer für Allah dein Leben lässt, verlässt dein Leben nicht aus einem Grund, der nichtig wäre, sondern er weiß, dass er in die himmlische Herrlichkeit eingeht. Das unseren Grundschulkindern zu verheißen, hat mit einem gesunden Gottesbild, was wir als Christen verbreiten wollen, null zu tun. Der Islam hat ein Gottesbild, der Gewalt und Unrecht und der auf Unwillkommen vernichtet soll. Herr Schild. Ja, ich habe noch eine inhaltliche Frage. Also Sie suchen mir den, also Schild aus Ungarn. Ich habe noch eine inhaltliche Frage. Als Sie sich über den Islam geäußert haben, haben Sie auch auf die Frage nach Takira, also Täuschung mit dem christlichen Umfeld, geantwortet. Das wäre im Islam so. Wissen Sie, dass das nicht stimmt und es ist tatsächlich nur im schiitischen Islam so, ist nicht im sunnitischen? Dafür gibt es das Wort Takira nicht. Es gibt mir nicht das Wort Takira, es geht mir darum, dass in den Sunniten, die ja von beiden islamischen Großkonfessionen, ob es jetzt die Schiiten da angesehen oder die Sunniten, die wir in Saudi-Arabien und im Jemen und in der arabischen Welt ansonsten haben, nur einen Koran gibt. Das wird ja auch immer von den Türken betont. Es gibt nur einen Koran. Und in diesem Koran steht in den Suren drin, ich kann Ihnen die Suren ja vorlesen, dass ein Betrug an Menschen, die ungläubig sind, und eine Hintergehung und eine Art von Täuschungsversuch nicht bestraft wird, weil man Menschen betrügt und hintergeht, die als Ungläubige keine Wertigkeit besitzen. So, meine Damen und Herren, das waren 5 Fragen aus dem Plenum. Herr Behrendt, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank. Auf Peter Bohm entfielen 117 Stimmen. Auf Herrn Axel Behrendt entfielen 191 Stimmen. Herr Behrendt, Sie selbst können weitermachen.
Dann zunächst nochmal für Listenplatz 21. Da möchte ich noch fragen, Herrn Professor Bommermann.